Präsentation des Steirischen Jahrbuchs für Politik 2015. Wie immer eine umfangreiche Sammlung der wichtigsten politischen Ereignisse. Aus landespolitischer Sicht waren es zahlreiche Ereignisse. Begonnen hat das Ganze ja schon am 01.01.2015, wo wir eine neue Landschaft der Gemeinden bekommen haben. Für mich waren die wesentlichsten Ereignisse 2015 zum einen, dass es ein Wahljahr war. Wir haben die Landtagswahlen, die Gemeinderatswahlen in der Steiermark, aber auch Landtagswahlen in anderen Bundesländern. Und die politische Landschaft ist seither viel bunter geworden, wenn man sich diese Ergebnisse ansieht. Das Prägendste war der Amoklauf und die Flüchtlingskrise, die wir in dieser Dimension nie gekannt haben. Ich hoffe, dass wir im Nachhinein sagen können, dass wir das besonnen und entschlossen gehandhabt haben. Und selbstverständlich waren wir besonders gefordert dann im Mai bei den vorgezogenen Landtagswahlen, die schlussendlich dazu geführt haben, dass wir einen Wechsel an der Spitze des Landes mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bekommen haben. Im Zentrum der aktuellen Ausgabe die Gemeinderats- und Landtagswahlen des Landes mit zahlreichen Impulsen und Anregungen namhafter Autoren. Darunter auch Hermann Schützenhöfer. Es geht einfach darum, dass wir den Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter stärken, dass wir auch schauen, dass wir in der Innovation, wo wir nicht an der Spitze stehen, aber vorne mit dabei sind, nach vorne kommen. Und darauf müssen wir aufbauen, denn wer in der Forschung und Entwicklung und Bildung vorne ist, hat sozusagen den Fuß in der Tür der Zukunft, der Wirtschaft und damit der Arbeitsplätze. Auf die Erfolge in der Steiermark kann man stolz sein. Die Erfolgsfaktoren? Rektor der Technischen Universität Harald Kainz gibt Auskunft. Ich glaube, wir haben die richtige Mischung an Industriebetrieben, die bereit sind, sehr viel in Forschung und Entwicklung zu investieren. Die Steiermark ist eines der Bundesländer mit einer großen Anzahl Universitäten. Und ich bin überzeugt, dass wir in Kürze auch im Bereich der Innovationen die österreichische Spitze erreichen werden. Das Jahr 2016 wird sehr spannend werden, weil im Hintergrund sehr viel an Reformvorhaben auch erarbeitet wird für die Periode 2015 bis 2020. Das Entscheidende ist, dass wir alles tun, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ich habe gesagt, jetzt gilt es, ein drittes Maßnahmenpaket zu schnüren, nämlich das für die Wirtschaft, um den Unternehmern zu zeigen, ihr seid Vorbilder und nicht Feindbilder. Denn es sind ja nur die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen können und mit ihrem Gewinn auch die soziale Sicherheit garantieren. Wie auch immer das politische Jahr 2016 ausgehen wird, man ist stolz auf das aktuelle Nachschlagewerk. Fortsetzung folgt.